Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier. Was ist denn da oben los? In unserer richtig, richtig doll sicheren Base hier auf der Mörderinsel. Und der Alarm ist gerade losgegangen. Ich bin mir ganz so gar nicht sicher, Katja. Vielleicht sind wieder ein paar Mörder da bei uns. Beim letzten Mal waren wir ganz da vorne beim Turm auf der Mörderinsel und haben richtig viele Lasergeschütze und Kameras mitgenommen. Das ist so, so doll gut. Damit haben wir hier alles tipptopp doll gut im Blick. Und vor allen Dingen, wir haben auch ein paar Kartenteile gefunden. Wir haben insgesamt 3 Kartenteile schon von der Mörderinsel. Hier unten ist unsere Base. Hier oben ist der riesendoll miese, fiese, ne, Mörderturm. Und vielleicht, Katja, finden wir noch ein paar mehr Kartenteile. Das wäre richtig doll nice. Okay, ich schaue mal durch die Kamera durch, wer den Alarm ausgelöst hat. Oh, Katja! Was ist denn hier los? Hier sind richtig, richtig doll viele Mörder insgesamt um unsere Base drumherum. Ich bleib bei Minami. Ich bleib hier hin. Oh nein. Hallo, Minami. Oh, Katja, das ist richtig, richtig doll gruselig. Moment mal. Vielleicht kann ich ein paar Mörder mit den Pfeilen wegschnetzeln. Hallöchen. Die kommen. Oh mein Gott, die kommen. Ich höre alle Alarme. Mach hier zu. Da sind die Mörder. Ich sehe die ganz genau. Oh, was ist denn da los? Und der Alarm geht los. Der Alarm geht los. Okay, Moment mal. Wegschnetzeln, wegschnetzeln, wegschnetzeln. Die kommen jetzt sogar auf unser Dach das über die Bäume. Oh Gott, die sind überall, die Mörder, die sind überall. Ich bin auf dem Dach, ich bin auf dem Dach. Ich gehe hier entlang. Oh Gott, das sind so viele. Gott, pass auf. Okay, den kann ich wegschätzeln. Bitte wegschätzeln. Okay, den habe ich, Vier sind hinter mir her, Oh mein Gott, wir treffen uns. Hallo. Hallo, die werden auch weggeschätzelt. Oh Gott, das sind so viele. Oh Gott. Ich helfe dir. So und so, die bitte wegschätzeln. Okay, oh mein Gott, das sind so viele. Wie böse die sind. Okay, da haben wir hier noch einen Mörder, der wird auch weggeschnetzelt. Hier ist auch noch einer, da hinten ist sogar auch noch einer. Hier ist auch einer direkt bei mir. Oh Gott. 3 Herzen habe ich. Ich muss ein bisschen wegrennen. Pass auf. Ich habe auch nur 3 Herzen. Ich habe nur 2 Herzen. Okay, den habe ich auch. Oh, hallo, Katja. Ich regeneriere. Sehr gut. Achtung. Das ist auch ein Mörder. So und so. Den haben wir auch. Und ist das hier der letzte Mörder? Ich glaube nicht. Hier ist noch einer. Okay, den können wir auch wegschätzeln. So und so. Okay, den haben wir auch. Hier ist da noch einer. Was ist denn da los? Okay, Katja. Ich glaube, das waren alle Mörder. Ja, tatsächlich. Okay, kein Mörder ist mehr übrig. Das war ja wirklich so, so doll gruselig, wie viele das waren. Und Moment mal, meine Rüstung ist fast kaputt. Okay, ich muss mir unbedingt eine neue Rüstung machen. Es geht hier ab nach unten. So und so. Haben wir im Ofen noch ein bisschen Eisen? Nee. Hier haben wir kein Eisen mehr. Ich kann auch 3 Eisen braten. Haben wir hier in der Kiste noch Eisen? Hier ist leider auch nichts mehr. Okay. Aber wir können ganz kurz in die Höhle gehen, wenn du möchtest. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, da können wir hier in den kleinen Minenschacht gehen. Da hinten sehe ich sogar noch Eisen. Und Katja, hier im Minenschacht müssen wir auch wirklich richtig, richtig doll gut aufpassen, dass hier keine Mörder mehr auf uns warten. Das wäre ganz und gar nicht gut. Das stimmt. Also, das wäre wirklich nicht gut. Hier ist Gold insgesamt, Katja. Oh, das ist gut. Wir könnten uns goldene Äpfel machen. Okay, hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Das nehme ich auch alles mit. Hier ist richtig, richtig viel Eisen. Okay, ich habe jetzt schon insgesamt 8 Eisen. Hab auch Eisen. Moment. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen mehr. Wenn sie 20 Eisen hätten, das wäre echt nice, weil ich habe auch sehr wenig. Naja, Rüstung. Ich habe jetzt insgesamt schon 15 Eisen sogar schon. Oh, tipptopp. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch richtig viel Gold. Das können wir auch alles mitnehmen. Und hier ist auch noch ein bisschen mehr Eisen. Sehr gut. So. Ich habe auch noch Eisen. Brauchen wir auch Kohle? Ja, Kohle können wir auch mitnehmen, Kater. Sehr gut. Okay. Ich habe jetzt 14 Gold und 15 Eisen. Dann kann ich hier an der Decke noch das Eisen abbauen. Das können wir dann alles schmelzen und uns sehr, sehr doll gute Ausrüstung craften. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe wieder zurück in unser kleines Versteck insgesamt. Ich komme auch gleich. So, ich bin wieder da. Eisen habe ich übrigens reingemacht. Guck mal, wie viel Kohle wir auch haben. Das stimmt. Okay, 22 Eisen nehme ich mir schon mal raus. Damit mache ich schon mal ein bisschen Rüstung für uns beide. Ja. So und so, guck mal, Kater. Auch unbedingt. Helm, Schuhe. Dankeschön. Moment mal, kann ich die Schuhe wieder zurückcraften? Ich bin mir nicht ganz sicher. Beziehungsweise können wir die einschmelzen? Und zack, okay, eine Hose habe ich schon. Bitte schön. Eine neue Hose für dich. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall warten, bis das ganze Eisen noch gebraten ist für noch mehr Ausrüstung. Und dann können wir noch probieren, unsere alte Rüstung auch zu schmelzen. Dann mache ich mir noch einen zweiten Ofen. Den platziere ich hier nebendran. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle reinmachen. Kohle kommt rein und zack, da können wir hier auf jeden Fall unsere alte Rüstung auch schmelzen. Sehr gut, okay. Oh, hallo Minami. Moment mal, Katja. Ich hole mal ein bisschen Gras, um Minami zu füttern. Sehr gute Idee. Moment mal. Der muss auch ein bisschen was essen, das kleine Würmchen hier. Okay, ich habe ein bisschen Gras gesammelt. Damit können wir auf jeden Fall Minami, unser kleines Würmchen, ein bisschen füttern. Hallo Minami, schau mal, du bekommst hier ein bisschen Gras. Bitteschön. Guten Appetit. Guten.
Moment mal. Es gibt eine Höhle, in der die Mörder ihre Schätze verstecken. Schleicht euch dort rein und schnappt euch die Schätze. Das ist ja ein richtig guter Hinweis, Minami. Oh, danke schön. Okay, danke, Moment mal, Katja. Es gibt eine Höhle, wo die Mörder richtig viele Schätze haben. Das ist ja nice. Okay, da war ich mit dem restlichen Eisen auf jeden Fall noch eine Chestplate. Dankeschön, Dankeschön. Und ich hab noch eine Hose. So, Hose für mich. Und zack. Oh, ich brauche noch ein bisschen Eisen für die Chestplate. Das schmilzt jetzt auf jeden Fall hier. Da mache ich mir noch die Chestplate. Und dann gehen wir die Höhle der Mörder suchen. Ich bin sehr, sehr doll gespannt. Und vielleicht finden wir in der Höhle auch ein weiteres Kartenstück. Das wäre so cool. Okay, okay. Eisen bitte schmelzen insgesamt. Und das ganze Gold. Oh, schmilzt hier auch. Wir haben schon 6 Gold insgesamt. Oh, stimmt. Und schau mal, Epic. Ich habe hier in die kleine Kiste ein paar Sachen für die Sicherheit für uns reingelegt. Ja, da lege ich noch ein paar Pfeile vielleicht mit dazu. Sehr gut. Schau mal, Katja. Ein bisschen Essen gebe ich dir auch noch. Bitte schön. Und wir können jetzt auf jeden Fall die Höhle der Mörder suchen. Ich bin sehr, sehr doll gespannt, wo die sich befindet. Okay, hier haben wir auf jeden Fall das kleine Camp der Mörder. Da waren wir auf jeden Fall schon, als wir zum Turm da hinten hingelaufen sind. Aber Höhle? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir könnten mal hier oben weitergehen. Warte, warte, warte. Wir gehen hier ein bisschen nach oben klettern insgesamt. Wie cool das hier aussieht. Okay. Da unten! Da sind sie! Tatsächlich, da ist der Schatz in der Höhle. Und hier sind auf jeden Fall schon mal 4 Mörder. Okay, wir könnten sie mit Pfeil und Bogen wegschnetzeln. Oh, hast du ein paar Pfeile für mich? Guck mal, 7. Dankeschön. Okay, 7 Pfeile sind nicht so viel. Aber ich glaube, damit können wir... Oh mein Gott. Das sind mehr als 4. Da kommen noch mehr. Da kommen immer mehr und mehr. Oh, die wollen zu uns. Die wollen zu uns. Was ist denn da los? Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mörder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hinten ist ja auch noch einer. Du die da getroffen hast von hier. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, von hier kann ich die Mörder auch gut wegschnetzeln. Oh, nein, 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 nein. Das sind so viele, das sind so viele. Oh, sehen die böse aus. Einen habe ich weggeschnetzelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier habe ich, aua, auch noch einen bekommen. Der wird auch weggeschnetzelt. So und so. Die machen, die haben mich runtergeschubst. Die haben mich runtergeschubst. Okay, okay, alles pass gut. Auf, pass den habe ich. Den hier bitte auch wegschnetzeln. Den habe ich auch. Oh, sehr gut. Okay, ich glaube, alle Mörder von der Höhle hier haben wir weggeschnetzelt. Nee, hier sind noch mehr. Und hier innen drinne. Oh Gott, okay, warte mal. Das heißt, wir gehen rein. Und da sind schon die ersten Schätze, denke ich mal. Das stimmt. Hier ist eine kleine Schatzkammer. Okay, den haben wir weggeschnetzelt. Da hinten sehe ich auf jeden Fall erstmal keinen Mörder. Aber hier sind auch noch richtig doll viel mehr Mörder. Was ist denn da los insgesamt? Oh oh. Aua. So und so, die werden weggeschnetzelt. Das sind Diamanten. Was? Oh, wow, wie viele Diamanten sind denn hier? Hier auch. Okay, wir haben hier richtig viele, hier und dort. Und hier vorne ist auch eine Kiste. Okay, was ist hier in der Schatzkiste drin? Moment mal, Katja. Ich glaube, hier sind ein paar Mörder-Outfits drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schau mal. Das war auf jeden Fall in der Kiste drin. Hallo. Oh, wie sieht das denn aus? Was ist das denn hier für eine Quatschkiste? Oh, schönes Outfit, Katja. Ja, danke. Okay, das gibt uns 4 Rüstungen und der Helm gibt uns 2 Rüstungen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Rüstung so stark ist insgesamt. Ich ziehe mal lieber meine Eisenausrüstung wieder an. So, Eisenausrüstung angezogen. Und wir können jetzt hier auf jeden Fall die ganzen Diamanten noch abbauen. Die werden abgebaut, so und so. Dann haben wir hier vorne auch noch ein paar Diamanten. Die kleine süße Schatzkammer der Mörder hier ist ja richtig, richtig toll cool. Ich habe 7 Diamanten. Ich habe 12. Guck mal, die gebe ich dir alle. Ach ja. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, wir haben jetzt insgesamt 19 Diamanten, Katja. Damit können wir uns auf jeden Fall schon ein Diamantschwert craften. Vielleicht sogar eine Diamantspitzhacke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vor allen Dingen auch Diamantrüstung. Okay, hier der kleine Schatz der Mörder hat mir schon richtig, richtig doll gut gefallen. Dann würde ich sagen, es geht wieder ab zurück in unsere Base. Und wir könnten uns schlafen legen, dass es Tag wird. Oh, stimmt. Schlafen ist echt gut. Ich bin so, so müde. Da ist ein Mörder. Stimmt, da hinten sind noch Weg mit dir da hinten. Zack, oh, und zack. Okay, ich habe ihn zweimal getroffen. Drei. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn weggeschnetzelt. Moment mal, war das der letzte oder der einzige? Ich glaube schon. Ich sehe, glaube ich, nicht noch einen. Moment mal, ich gehe mal hier nach oben. Hallöchen, aber nee, 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 nee. Okay, das war auf jeden Fall der letzte. Das bedeutet, wir können hier wieder in unsere Base reinklettern und schlafen gehen. Okay, es geht hier entlang, hier nach unten. Karte in der Höhle haben wir auch gar kein Kartenteil gefunden. Die ganzen Diamanten lege ich mal vielleicht hier in die Kiste rein. Das ganze Gold kann ich auch hier reinlegen. Und schau mal, Karte. Hier für unsere Mörderrüstung. Die könnten wir vielleicht hier auf ein paar Armor-Stands platzieren. Ich mache mal hier einen hin und vielleicht, ja, hier einen hin. Schau mal. Dann kommt hier das hin, das kommt hier hin. Dann haben wir hier noch die Mörderhose, die kommt hier hin. Dann haben wir hier auf jeden Fall unsere Outfits. Okay, dann würde ich sagen, wir legen uns schlafen. Gute Nacht, Katja. Gute Nacht. Guten Morgen, Katja. Katja, aufwachen, aufwachen. Guten Morgen, guten Morgen.
guten Morgen. Ich habe mich ein bisschen gedreht. Hast du gut geschlafen? Ja. Moment mal, es ist immer noch dunkel? Moment mal, Kater, ich glaube, es ist hier für immer Nacht bzw. dunkel. Denkst du? Was oh ist mein denn Gott, da wie gruselig, los? Als ob es für immer hier Nacht ist. Das stimmt. Oh nein, 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 nein. Moment mal, hier auf der Mörderinsel kann es gar nicht Tag werden. Egal wie oft wir schlafen oder wie lange wir warten, es ist immer, immer, immer dunkel. Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee, Kater. Wir könnten uns vielleicht eine kleine Uhr craften und dann schauen, ob die Zeit vergeht und es hell wird. Da können wir hier auf jeden Fall die Uhr hier an die Wand hängen und ja, es bleibt einfach für immer Nacht. Es wird das nicht mehr Tag. Das ist ja so, so doll gruselig. Moment mal, Kater. Denkst du, die Mörder haben damit was zu tun? Ich weiß es nicht. Oh. Vielleicht können die irgendwie sowas kontrollieren, aber wenn, dann wäre das schon echt heftig. Also ich bin mir sehr unsicher. Stimmt. Oh, oh, das ist ja wirklich richtig, richtig doll gruselig hier insgesamt. Aber wir haben auf jeden Fall von den Mördern den Schatz geklaut, haben dadurch super, super doll viele Diamanten bekommen. Moment mal, wo sind die Diamanten? Hier, ah, hier. Bei dir. 19 Diamanten haben wir insgesamt. Dann mache ich uns beiden auf jeden Fall mal ein Diamantschwert, dass wir ein bisschen besser gegen die miesen, fiesen Mörder ausgerüstet sind. Guck mal, Kater, Diamantschwert für dich auch. Bitteschön. Danke. Wir haben noch 15 Diamanten übrig. Die lege ich hier erstmal in die Kiste rein. Sehr gut. Okay, dann haben wir das Eisenschwert. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das lege ich mal hier vorne hin. Sehr gut. Das hat aber wirklich richtig, richtig doll gut geklappt. Und unsere Base ist jetzt so doll gut abgesichert vor den ganzen Mördern. Sehr gut. Oh, sehr nice. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.